herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und hier ist zum Rand der Welt gegen die Waffenbrüder und noch die Garnisonsarmee. Ich glaube, das wird ein leichtes Spiel, aber er sagt ja so lala. Also werden wir mal schauen. Wir haben eine sehr starke Kavallerie. Und ja, das sollte möglich sein. So. Wir können auch mit der Kavallerie zuerst uns um die Garnisonsarmee kümmern. Und dann unsere... Es ist neblig. Genau, und dann unsere... unsere andere Armee so aufstellen, dass es halt... Das ist halt nicht zum... dass die normale Armee aushält, bis die Kavallerie kommt. Ich suche gerade nach einem geeigneten Ort. Also hier ist halt schon eine Schräge, aber im Wald ist es nicht ganz so geil, die Armee aufzustellen. Am besten wäre es natürlich hier auf die Seite. Oder ich stelle mich hier auf. Ich glaube, ich stelle mich da auf. So. 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 Und die Kavallerie bleibt mal hier. So, hier hin. Hier hin? Warte, nee, die kommen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und die kommen dahin. Ja, ich weiß, dass ja von hinten die netten Kollegen kommen. Aber das ist ja für mich ganz gut. Weil der hat auch Pikiniere. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Geht jetzt dahinter. Unser General wird angegriffen. Na los. Der steht immer noch falsch, das ist ganz gut. Der kann sich jetzt auch nicht mehr umsetzen. Umsetzen. Reiterei!
Und nochmal hier rein. So, super. Jetzt kommt der. Na, Kampfele! Auf einen Ball zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Die Makedonier sind bereit! So, ist schon ein bisschen hordenmäßig. Beziehungsweise nicht hordenmäßig, sondern bisschen wie Nomaden hier. So. Befehle verstanden, Kommandant. Doppelte Geschwindigkeit. Zu Befehl. Schnelles Marschieren. Doppelte Geschwindigkeit. Amisos. Die Makedonier sind bereit. Schnell vorrücken. Liegen bereit. Strategos. Okay, der teilt seine Armee auf. Das ist sehr interessant. Plankler Kavallerie. Lalalalalala. Hey! Plankler Kavallerie ist jetzt nicht so mein Favorite. Versuchen, zum General durchzustoßen. Die drei gehen mal in Richtung hier. Die drei noch da. Da können wir vielleicht eine Zange machen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ich erwarte eure Befehle. Geschossinfanterie bereit. Kommandant. Der feindliche General ist tot. Das ist gut.
Und jetzt gehe ich weg. So, die sind ja schon ziemlich außer Atem. Ja, das ist unser General ist gefallen! Ja, natürlich. Natürlich, ihr seid gefallen. Sandwich. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Das ist echt lustig, dass die jetzt einfach aufgehört haben zu laufen. Das ist ultra dämlich. Schon wieder. Die sind zwar erschöpft, aber das ist kein Grund jetzt so. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, die sind jetzt endlich weg. Aber ein General ist halt putt. Zu Befehl! Da kam Infanterie! Doppelte Geschwindigkeit! Ingeniere! Doppelte Geschwindigkeit! Zu euren Diensten! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Shoot. Das war nicht gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Lauft. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nee. Das ist ein schändlicher Anblick. Schwere Kavallerie bereit und Wille. Die Makedonier sind bereit. Die Krieger erwarten eure Befehl. Kavallerie! Doppelte Geschwindigkeit!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja. Uiuiuiuiui. Das war ein anstrengender Kampf. 300, 27. Ist nicht schlecht. So. Gut, Pura sind ja da unten, okay. Der General ist tot. Wegen Pfeil. Naja, was glauben wir die mal? Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Deren Forderung für 6000, nö. Nö, 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 nö. Jo. Was ist das denn jetzt hier? Und ich kann ihn keinen Rückzug machen. Na dann. Da muss ich schauen, dass ich irgendwo... Aspis habe ich auch. Die Aspis sind, glaube ich, ziemlich gute Schockkavallerie. Die Einheiten sind halt, also die da sind relativ easy, aber was blöd sind, sind wieder die Landklar-Kavalleristen. Da müssen meine Bogenschützen richtig reinhauen. Und der hat sehr viel Kavallerie. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 Nahkampf und 1, 2, 3, 4, 8, nochmal 12. Gut, probieren wir mal unser Glück. Das ist jetzt Dareas Untergang gegen die Helden unter Männern. Die Helden unter Männern. Die Armee der Unsterblichen, die gab es ja wirklich. Und die Steinmetze. Süß. Das Blöde ist, er hat halt auch noch den Hügelvorteil. Ja, okay, nicht wirklich. Aber ein bisschen schon. Jetzt halt ein Wald. Ich könnte mich am Rand vom Wald aufstellen und meine Kavallerie da drin verschanzen. Verstecken, nicht verschanzen. So, dann die kommen mal hier hin, die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Und die haben auch noch Munition, aha. Okay, das ist also ein No-Name-Typi. Die verstecken sich komplett im Wald. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Der Nachteil ist, wenn man sich so weit hinter zurückzieht, ist, dass man sich nicht mehr weiter zurückziehen kann. Aber ich glaube, das könnte schon was werden, wenn meine Bogenschützen
gut genug sind. Bogenschützen! Königliche Feldhasken! Bogenschützen! Genau, Bogenschützen können erstmal einen brennenden Schuss machen. Ja, wobei, nee. Königliche Feldhasken! Warte, die könnte ich auch hier hinstellen. Dann können die Bogenschützen ein bisschen weiter vor. Und hier ist es dann auch ein bisschen mehr geschützt. Okay, der kommt ganz langsam auf mich zu. Der will wirklich mit geballter Kraft angreifen. So. Ja, verbinde ich das mal, damit die nicht von der Seite angegriffen werden können. Und hier verbinde ich das auch mal aus dem gleichen Grund. So. Da bin ich mal jetzt richtig gespannt. Warte, hier können wir ja so machen, damit die auch die Möglichkeit haben, von der Seite wirklich anzugreifen. Gut, gut, gut. Der Moral. Moral. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das denke ich dann später. Königliche Feldhass. Königliche Feldhass. Königliche Feldhass. Schnelles Marschieren. Okay, das läuft schon mal. Bitte schnell angreifen. Hier geht's halt richtig ab. Unser General wird angegriffen. General ist tot. Alles gut. Hetairenreiterei. Dass der halt immer noch lebt, ist halt krass. Bogenschützen, bleibt zurück! Die Waffe macht uns viele!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Willst du den mal bitte aufhalten? Was ist denn los bei dir? Bist du bescheuert? Meine Güte. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, auf einmal die. Ja, dann gehst du wieder zurück. Weil da kommt schon der nächste Kandidat. Bogenschützen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das läuft ja gerade gar nicht so schlecht. So, meine Bogenschützen wieder auf die Kavallerie. Okay, die kommen noch da. Ich greife mal hier gezielter an. Gut, jetzt muss ich mich mal um die Steinschleuderer hier kümmern. Sind auch wieder viel zu viele Bogenschützen, Plankler Kavallerie von dem Feind. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mein General kommt da nicht mit. Meine Bogenschützen schon. Meine Bogenschützen kümmern sich jetzt um die Plänkler. So, okay, Kavallerie wieder zurück, das hat keinen Sinn. Der feindliche General ist tot. Bogenschützen, geschossen, Infanterie zu holen und ihn
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu Befehl! Tribunus! Die Tyrannreiterei! Königliche Feldmarschen! Okay, dann versuche ich mal mit denen. Seine Kavallerie irgendwie auszumerzen. Das war schon mal ganz nett. Zu Befehl! Feuer! Der Schildträger! Die Tyrannreiterei! Schnell vorrücken! Geschossinfanterie! Genau, General kommt dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bogenschütze! Geschossinfanterie bereit! Jawohl! Latinus! Bogenschütze! Gut, die haben glaube ich jetzt auch keine. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Keine Munition mehr. Uiuiuiui. Das war schon mal richtig, richtig wild. Damit die nicht mehr anfangen können zum Schießen. Wir sind halt wirklich krass erschöpft. Wir sind kaum schneller als die Plänkler. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, also Kavallerie war sehr gut. Und jetzt kommt der noch dahin. Ja, wobei. Der kann da weiter angreifen, weil die werden jetzt hier angegriffen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Mal schauen, ob unser General überlebt. Das wäre natürlich Bombe. Und er überlebt. Teurer Sieg. Ja, aber auch glorreicher Sieg. 460 hat mein General gekickt.
Und hat überlebt. Gut, also 1300 Verluste. Wir haben nur 1800 aufgestellt und fast 4000 haben wir getötet. Also wenn das kein glorreicher Sieg ist. Dann weiß ich auch nicht. Mal schauen, wie viele wir verloren haben jetzt. Also ich glaube, den Großteil der Kavallerie haben wir verloren. Ja, die da. Dreitausend bekommen wir dadurch. Ja, passt. So, nicht. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende, würde ein. Ja. Gut, Rand der Welt. Welche Familie sind wir denn? Ich glaube, wir sind die Farbe. Jüdische Familie, Antigonidische, in Teilen, Kavallerie. Gut, sind wir die? Ja. Gut, ups, rausgetappt, gut. So, ich würde sagen, bevor ich es vergesse, tue ich den zurück, tue ich den hin. Gehe ich da runter. Genau, das. Alles weitere sehen wir dann in der nächsten Runde, würde ich sagen. Der kommt auf jeden Fall jetzt hier hin. Der. Attentat. Super. Lalalala. Genau, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, genau, sagt mal, ob ihr nur eben den Alexander-Feldzug haben wollt oder noch mehr. Genau. Einer hat schon gemeint, dass ich weiterspielen soll. Und ja, wenn ihr das auch wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ich spiele weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.